Für viele ist es der Traum, Selbstständigkeit. Doch oft folgt ein böses Erwachen, denn die Arbeit wird meist unter- und der Erfolg überschätzt. Eike entwickelt eine App, hofft auf den großen Durchbruch. Aber Existenzgründung und Familie zu managen, eine echte Herausforderung. Die Verantwortung ist riesig. Der Druck ist jetzt schon extrem krass, also jetzt gerade, dass die Sache halt auch ein Erfolg wird. Julian und Sebastian brauen neben dem Studium ihr eigenes Bier. Was fehlt, ist Kapital. Ihre Hoffnung, finanzielle Unterstützung durch Crowdfunding. Einen Plan B haben sie nicht, dafür schlaflose Nächte. Weil man auch immer mit der Angst zu kämpfen hat, was passiert, wenn man scheitert, ist dann irgendwie ein Traum gestorben. Uli kündigt ihren Job in einer angesehenen Werbeagentur. Herzhafte Knödel statt Karriere im Kreativbüro. Das ist einfach eine großartige Chance, mit seiner eigenen Idee sich selbst zu verwirklichen. Der Weg zum eigenen Chef. Eine Achterbahn der Gefühle. Lebe deine Träume.